Hallo meine Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. So, hier haben wir den neuen Wandler, weil nämlich die Firma Scooter Attack hat mir einen Wandler gegeben. Also, ich habe ihn dort gekauft und dann haben sie mir gegeben. Und ich habe mir noch Gewichte bestellt, 5,7. Ich werde mir den Gewichten von 6 Gramm auf 5,7 runtergehen. Aber das werde ich jetzt nicht filmen, weil Gewichte wechseln. Jeder weiß, wie man Gewichte wechselt. Und dann würde ich sagen, ich mache meinen Varo-Deckel runter und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich mache jetzt einfach Variomatic und Wandler runter, weil ich ja noch die Gewichte wechseln will. Ja. Und jetzt muss ich die Nuss wechseln, weil hinten ist es eine 15er Nuss. Komischerweise ist vorne Variomatic 14 und hier 15. Ich weiß auch nicht. Also bei mir zumindest, also wenn ich hier die Nuss drauf hebe, die geht nicht drauf. Ich weiß auch nicht warum. So. Dann Varomatic muss ich sowieso runter machen. Einmal reindrücken. Dann machen wir Vario raus. Das ist hier die Malossi Multivar 2000. Ich weiß nicht, ob da einen Unterschied gibt zwischen Malossi Multivar und Malossi Multivar 2000. Die heißt auf jeden Fall. Oh, jetzt machen wir den. Jetzt haben wir hier die Kupplungskocke, Kupplungsglocke. Oh Mann, Sprachfehler ist da. Also die Kupplungsglocke, die so ein bisschen Flugrost hat. Ja, sowas habe ich in meiner ganzen Karriere, habe ich sowas noch nicht gesehen. Nein, Spaß. Ja, Flugrost halt, ein bisschen normal. Ja, hier haben wir jetzt den Wandler. Jetzt müssen wir allerdings erstmal die Kupplung aufmachen. Das mache ich in der Regel ganz einfach am Schraubstock. Jetzt gibt es ja verschiedene Methoden, wie man den Wandler öffnet. Ich mache es einfach so. Ich stelle den Schraubstock auf genau das Maß hier ein. Tue ihn aber nicht festschrauben, sondern nur, damit quasi hier die Mutter drin sitzt. Aber der ist noch frei beweglich. Aber dass ich quasi jetzt hier heben kann mit einem Lappen. Und dann drehe ich ihn auf. Habe ihn gelockert. So, dann gehe ich jetzt quasi nur hin, tue mit den Füßen die Kupplung ein bisschen heben, mal die Mutter auf, so. Dass nur die Originalfeder drauf haben, ist das okay? Ah, jetzt, so, gehoben und dann, ich habe jetzt hier einfach die Originalfeder, weil ich habe die einzige Kupplungsfeder, die ich da habe, wäre die weiße und die soll ja weicher sein wie die Originale. Zumindest bei Piaggio. Auf jeden Fall habe ich das so gesagt bekommen und ja, deswegen lasse ich die Originale drauf. Jetzt müssen wir quasi den Wandler ausbauen. Dazu machen wir diese Scheibe hier raus. So. Die werden wir wieder brauchen. Die brauchen wir auch gar nicht reinigen. Gut, ich werde es jetzt trotzdem mit Bremsenreiniger reinigen, weil ich habe es aber wieder eingefettet. Zumindest innen, außen nicht. Und dann haben wir hier und da sieht man, ich hoffe man sieht es, die Steigung des Wandlers und die Steigung ist nicht ganz linear. Sie hat eine kleine Kurve. Ich glaube, bei Minarelli soll diese Kurve noch härter sein, also noch kurviger sein. Habe ich auf jeden Fall gelesen, gesehen habe ich es noch nicht. Sie ist nicht ganz linear, ist auch egal. Jetzt müssen wir diese Stifte rausmachen, quasi nur mit einer kleinen Zange. Müssen gar nicht festdrücken, gehen von ganz leicht raus. Noch eine dritte. Und fertig. Dann sollten wir den Wandler einfach runterziehen können. So, jetzt werde ich Folgendes machen. Ich werde diese Seite jetzt nicht mit Bremsenreiniger reinigen, weil hier innen drin ist ja auch noch ein Lager. Und das möchte ich jetzt nicht entfetten oder irgendwas. Deswegen lasse ich das mal. Ich werde aber diese, also diese jetzt nicht mehr, aber den neuen Wandler erstmal mit Bremsenreiniger reinigen. Das ist der Vorteil, wenn man mit dem Handy filmt, man hat immer ein Licht parat. Hier kann man es jetzt sehen, dass die Steigung beim Malossi-Wandler zum einen komplett linear ist und zum anderen steiler.
als beim Originalwandler. Das soll ein besseres Beschleunigungsverhalten bringen. Bin mal gespannt. Ich werde jetzt mal schauen, welche Steigung ich nutze, weil es sind zwei verschiedene. Aber man sieht auf den ersten Blick den Unterschied nicht so genau. Ich nehme jetzt hier das Wandlerfett. Ich muss das jetzt leider mit dem Finger verschmieren, weil ich nichts anderes habe. Deswegen bleibe ich jetzt bei der linken Hand, bei der rechten Hand zum Verschmieren. So, ich werde das jetzt einmal. Und ich hoffe, dass ansonsten nirgendwo Wandlerfett hinkommt. Das jetzt einmal kurz hier verschmieren, dass es nicht unbedingt auf die Riemenscheibe kommt. Innen drin brauchen wir auch ein bisschen. Das ist viel zu wenig. Ihr solltet auf jeden Fall genug Wandlerfett nehmen. Und dann nach dem Zusammenbauen nochmal schauen, dass es auch nirgendwo mehr rausquillt oder das, was rausquillt, abwischen. Was zu viel Schmieri ist, quillt nachher raus, aber wenn wir zu wenig haben, quillt es nicht rein. Deswegen, also jetzt habe ich auf jeden Fall genug, das ist wahrscheinlich sogar zu viel, oder? Also ich hoffe, das reicht mal hier. Ich weiß es nicht. Es ist das erste Mal, dass ich einen Wandler tausche. Deswegen, ich zeige euch einfach, wie ich es mache, aber das soll jetzt keine Anleitung sein, weil, wie gesagt, ich mache das zum ersten Mal. Auf jeden Fall die Innenseite, jetzt darf ich es nur nicht mit der anderen Hand anfassen, ist schon mal geschmiert. Dann nehme ich diese Gummis. Ich habe da noch Schmiere an der Hand und schmiere diese Gummis mal ein kleines bisschen ein. So. Handy, könntest du mal fokussieren? Danke. Alter, ich bräuchte dringend mal wieder eine ordentliche Kamera. So, in den zweiten Ring. Gummiring, Gummi. Machen wir auf die obere Seite. Das ist damit nachher das Wandlerfett drin bleibt und nicht rausquillt. Whatever. So, mache ich noch hier noch ein bisschen Wandlerfett von außen. Ich bin gespannt, wie sich der Unterschied bemerkbar macht, wenn man den Wandler tauscht. Und vor allem, ob man das bei einem Malossi Sport auch schon merkt. Ich habe im Internet gelesen, dass viele das sogar bei einer Aerox vor allem, ich weiß nicht, ob das jetzt bei Minarelli besonders nötig ist als bei anderen, aber gerade bei Aerox schreiben viele, dass man das auch bei Originalzylinder schon machen soll, weil man da einen Unterschied merkt. Ich bin gespannt, ob man hier jetzt bei Piaggio Motor mit 70 Kubik Sport einen Unterschied merkt. Mache ich hier noch ein bisschen innen drin rein und hoffe, dass ich wirklich genug geschmiert habe. So, alles klar. So, ich habe es jetzt drauf gekriegt. Es ging ein bisschen schwer. Ich habe mir noch mit dem Lappen mir ein bisschen geholfen. Wahrscheinlich, weil die Dichtungen da drin noch richtig neu waren. Deswegen ging es ein bisschen schwer, aber ich habe es von Hand drauf gekriegt. Nur mit ein bisschen mehr Schmackes. So. Es ist nicht viel Wandlerfett rausgetrunken. Hier rausgekommen, nur so ein kleines bisschen. Also denke ich, dass es auf jeden Fall nicht zu viel war. Ich hoffe, es war genug Wandlerfett. Wenn mir das Ding wahrscheinlich irgendwann um die Ohren fliegt, werde ich es merken. Aber ich denke, das war schon ordentlich Wandlerfett von innen und von außen. Und ja, jetzt werde ich erstmal hier den ganzen Wandler und meine Hände von Fett befreien. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder. So, Freunde, jetzt habe ich mit einem Lappen- und Bremsenreiniger hier überall, wo noch Wandlerfett war, ein bisschen sauber gemacht. Ja, hier vielleicht noch ein bisschen. So. Also hier noch ein ganz kleines bisschen sauber gemacht. Ich habe jetzt Handschuhe genommen, einfach, dass ich es nicht nochmal fettig oder ölig mache. Sieht eigentlich ganz gut aus. Hier sieht man, es war Wandlerfett rausgedrungen und hier war rausgedrungen. Also hoffe ich, dass ich genug Wandlerfett genommen habe. Und wenn ich das jetzt bewege, kommt hier nirgendwo mehr Wandlerfett raus. Also es scheint auch dicht zu sein. Es ging auch, man hat schon, also man hat es nicht einfach so drauf geschoben, sondern man hat schon so mit der Hand drücken müssen. Und Wandler ist leichtgängig, man merkt aber ein bisschen Schwergängigkeit durch das Fett. Also fühlt sich eigentlich genauso an wie vorher. Und ja, jetzt werde ich das Ganze wieder einbauen. Das heißt, Kupplung kommt drauf und Feder kommt drauf. Also quasi das gleiche Spiel wieder rückwirkend. Hier ist dieser Federdings oben. So, dann hier.
aufpassen, dass der Wandler nicht in der Schnauze landet. So. Jetzt quasi nur noch festmachen, so fest wie es geht von Hand. Sollte reichen, hat bisher immer gereicht. Wieder einbauen und ja, Spaß haben. Ich bin echt gespannt, ob man den Unterschied merkt. Also was mir auffällt, er geht schneller auf. Wenn ihr mal seht, ich drücke quasi so, der geht deutlich schneller auf. Bin auf jeden Fall gespannt. Im nächsten Motovlog werden wir dann ausprobieren, ob das Ganze hier wirklich einen Unterschied gebracht hat oder ob bei Malossi Sport Zylinder der Unterschied vielleicht gar nicht merkbar ist. Und ja, meine Freunde, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wandler ist getauscht, bin gespannt. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao mit V.